Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von SnowRunner. Ja, wir sind unterwegs mit diesem Seismographen, ist das glaube ich, für eine geologische Untersuchung, und wir müssen den Nordpunkt haben wir gefunden in der letzten Folge, den Südpunkt müssen wir jetzt suchen. Ne, den Westpunkt. Den sollten wir hier irgendwo, denke ich, finden. Da irgendwo in der Ecke. Das heißt, wir fahren jetzt hier runter. Und dann fahre ich hier an die Tankstelle. Dann kann ich nämlich gleich tanken. Und dann fahren wir mal dahin und gucken mal. 1936 Meter sind wir entfernt. Ja, da könnte auch hier irgendwo sein. Wahrscheinlich hier irgendwo. Das heißt, wir müssen dann da durch. Und dann gucken wir mal. So. Handbremse lösen. Muss ich nochmal gucken, wo gleich der Abzweig kommt. Wo wir abbiegen müssen. Das ist der hier schon, oder? Jupp, das ist der schon. Muss jetzt nur aufpassen, dass wir das Geschoss nicht auf die Seite legen. Je nach Perspektive lässt sich das nur sehr schwer abschätzen, wie schräg da gerade steht. Ich glaube, wir gehen mal auf den Gang. Weil dann habe ich eine Bremse, die auch den Namen Bremse verdient. Weil wir im Automatikmodus sind und ich auf die Bremse trete, dann hält er an. Und wenn ich dann nicht sofort von der Bremse gehe, dann fährt er rückwärts. Und das kann in so einer Situation hätte das jetzt sehr kontraproduktiv sein können. So, um die Felsen fahren wir aber mal drum herum. Nicht, dass wir den noch auf die Seite legen. Das wäre nämlich nicht gut. 800 Meter bis zum Westpunkt. Ja. Dem sollten wir uns jetzt dann nochmal deutlich mehr nähern. Oh, tanken. Tanken wollte ich. So. Okay. Sind wir wieder voll getankt. Das ist echt ein riesen Vorteil von dem Tiger, hieß der, ne? 330 Liter Tank, das ist eine Ansage. Damit kann man arbeiten. Das ist echt ein riesen Vorteil zum Enk. So, wir bewegen uns gerade wieder weg. Aber das ändern wir mal. Wir fahren jetzt nämlich hier ab. Und sollten uns dann dem... Geht schon Licht? Ja. Dem Westpunkt wieder nähern. Moment. Müssen wir eher hier lang. Ich wollte da in die Nähe der Pfosten, aber wenn das so tief runter geht, Das war nicht Sinn der Sache. So. Gucken wir mal, dass wir hier vorwärts kommen, ne? Irgendwo da drüben ist, glaube ich, der Weg. Ich weiß gerade nicht genau, wo. Da. Ich sehe ihn. Wir müssen nachher auch mal auf nochmal wieder ein bisschen die Zeit vorspulen, Nickerchen machen sozusagen. Ja, ist jetzt der nächste Aufnahmetag, by the way. Also ich habe die letzten Folgen alle am Stück aufgenommen. Heute sind jetzt diese Folge, die nächste, also die jetzt diese und die nächsten 3 Folgen dran. Ich hoffe, dass wir weiterhin absturzfrei spielen können. Das würde nämlich heißen, dass das Problem tatsächlich endlich gefixt wäre. So. Nähern uns dem Punkt. Langsam, aber sicher. Und jetzt gleich dürfte es auch wieder schneller vorwärts gehen. Gehe ich doch mal von aus. Langsam, aber sicher. Ja, da müssen wir jetzt, wenn wir die Aufgaben bald dann mal erledigt haben, dann können wir uns auch so langsam, aber sicher auch mal an die nächste Karte hier von der Gegend wagen, ne? Ein Portal haben wir ja, glaube ich. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel es gibt. 3, 2, 3. Und es kommt übrigens wohl bald wieder ein Update von SnowRunner raus. Kostenpflichtiges, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das im Season, also im 3-Jahres-Pass drin ist. Muss ich mal abwarten. Achso, ich muss natürlich auch nach oben die Meterangaben im Blick behalten, ne? So, mal sehen, wie lange wir uns noch nähern. Achso, ich wollte vorspulen von der Zeit her. Können wir auch kurz mal einen Blick auf die globale Karte werfen. Ah, wir haben 4. Steinbruch, Zimignorsk und Riss. Das wird das nächste sein, wo wir dann mal irgendwann hingehen. So, aber eigentlich wollte ich hier. 6 Uhr morgens, so. Das war mein eigentlicher Weg. Mein eigentliches Ziel. Noch nähern wir uns. Irgendwann wird wahrscheinlich der Zeitpunkt kommen, wo wir wieder weiter wegfahren. Das wird dann der Moment sein, wo wir in Richtung Wald abbiegen müssen. Ist darüber, ne? Muss ein bisschen gucken, weil der keine so hohe Wattiefe hat. Also schon relativ hoch. Ihr seht hier den Ansaugschnorchel, aber nicht wie der Tatra oder der Enk. Ja, keine Windenpunkte. Aber wir nähern uns noch. Ich mag die Aufgabe. Gefällt mir. Ist mal was anderes. Man muss wirklich suchen, wo man eigentlich hinfährt. Oder hin muss. Jetzt sehen wir auch, dass wir uns noch bewegen. Noch gehen die Zahlen runter. Das heißt, wir bewegen uns vorwärts. Langsam, aber sicher. Ne, nicht nach hinten verbinden. Nach vorne, wenn möglich. Da hat er aber nichts, sagt er. Jetzt aber. So, wir fahren mal da weiter. Die Richtung sieht an sich nicht verkehrt aus. 336, 33... Mal gucken. Nicht, dass wir hier Unfug machen. Das würde ich tunlichst gerne vermeiden. Der Weg ist nicht so wirklich gut, ne? Aber er kämpft sich tapfer durch. Sind schon auf 220 Meter ran. ...204... 190, 185, 166, 160. Ja, es wird immer weniger. Oh. Jetzt müssen wir mal gucken. Nee, da geht's wieder nach oben. Das heißt, es ist da irgendwo. So. Das ist nicht der ideale Weg. Haben wir Chancen dadurch? Ich sehe mich schon gleich hier dermaßen festgefahren und eingekeilt, dass es weder vorwärts noch rückwärts geht. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ach, da steht einer davor. So. Ich will ja erstmal nur hier raus. Mist. Da sieht's gut aus. Ah, hier fahren wir wieder weiter weg. Das heißt, wir müssen da lang. Das ist echt nicht so einfach, sich hier einen Weg durchzubahnen. Na, sieht bis jetzt gut aus. Wird immer noch weniger. Da wird schon wieder mehr. Das heißt, wir sind da weiter rechts. Sehr gut, wir haben ihn. Perfekt. So, wir müssen jetzt nach Süden. Ich muss jetzt hier erstmal wieder irgendwie rausfinden. Am einfachsten folgen wir hier dem Bach. Also wir drehen um und folgen hier dem Gewässer und können dann hier irgendwie raus zum verfallenen Lagerhaus. Ich glaube, das ist der einzig vernünftige Weg, bevor ich mich da nochmal durchkämpfe. So, dann müssen wir hier irgendwo in den Süden. Aber gut. Umdrehen und... Und dann geht's los. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.